ist heute ein Bounty ausgesetzt. 500 Euro Kopfgeldprämie, aber deine Rübe ist noch mehr wert. Wir haben nämlich noch zusätzlich auf die 500 Euro ein Ticket fürs Main Event dazu gegeben. XXL Poker Party, heute ist das erste Turnier, 20.000 Euro sind garantiert. Ein Main Event Ticket ist auf deine Rübe ausgesetzt und dann die 500 Euro. Ist das das erste Mal, dass auch ein Bounty auf dich ausgesetzt wird? Also das ist jetzt insgesamt mein zweites Bounty-Turnier. Ich hatte schon eins in Berlin. Und ich wünsche natürlich allen ganz viel Glück, dabei mich hier aus dem Turnier herauszuholen. Es wird nicht einfach sein, Johannes Straßmann. Ich habe mir seine Erfolge kurz im Internet angesehen. Er hat einige Cashs auf den EPTs geschafft. Zum Beispiel das letzte Mal am Snowfest wurdest du Dritter. Dritter Platz, Snowfest, Gratulation. In Berlin wurde er 23. Villa Mora, World Series, EPT Monte Carlo, European Poker Championships in London und. Die Seite ist lang. Verrätst du uns, wie viel hast du schon insgesamt in Turnieren gewonnen? Also mittlerweile ist es über 1 Million Dollar. Und ich werde jetzt in der nächsten Zeit noch deutlich mehr Turniere spielen. Und hoffe, dass ich auch jetzt in der nächsten Zeit vielleicht ein Turnier für mich entscheide. Wir spielen dreimal über die Seraten. Asse gegen Könige. Johannes, deine City? Die Könige. Wir schauen uns mal den Flop an. Sie sehen es. Flop 9, 10, König. So spielt dein Pokerblow. Verkehr? Ein Zehner, nur noch das Ass hin. Reber bitte. Es ist die Dame. Johannes nimmt einen Spieler vom Tisch. Spieler zeigt Ass 4 Flush und zieht sogar den Platz. Und jetzt Johannes kann die Hand nicht gewinnen. Wir wollen trotzdem seine Hand sehen. 8-6. Das war ein Problem. Showdown, meine Herren. Wir haben einfach 7, wir haben Ass 4 im Herz von Johannes, Dame 10 Option, 2, 4, Suited. Wir wollen den Flop sehen. Ass. Dame. Herz. Dame. Was ist das für ein Dame? 6, 9, 8 im Flop. Keine Herz. 6, 9, 8. Die Simmer sind noch vorne. Hör bitte. Ist die 4, damit hat alles seinen Vierer getroffen und den besseren Kicker, denn es gibt noch 4, 2. Die Simmer sind noch vorne. Er braucht ein Ass, eine 4. Oder ein Ass. Oder eine 4. Ass will ihm auch noch helfen. Rüber bitte. Es ist die 3. Wir brauchen einen Overturn. Bitte noch eine Karte. Wir brauchen unbedingt ein Ass. Spiel ist aus. Die 7er gewinnen. Wir schauen uns jetzt aber auf die Aufteilung genau an. Johannes ist auf jeden Fall raus aus dem Turnier. Applaus für Johannes Straßmann. Du bist jetzt Wahlwiener, wir sind vor kurzem nach Wien gezogen, werden wir dich öfter im Montesino sehen? Ja, definitiv. Also ich finde, das Montesino ist der beste Kartenraum, den ich bisher je in Europa gesehen habe. Ich fühle mich immer sehr wohl, wenn ich hier hinkomme. Das liegt an dem sehr netten Personal, aber auch an der Qualität der Dealer und an dem schönen Ambiente des Casinos. Und ich werde definitiv hier noch häufiger hinkommen und Turniere, aber auch Cash Games spielen. Das nächste Mal ohne Bounty und da kommst du dann weiter. Genau, hoffen wir es. Vielen Dank, Johannes.